Hallo mein Lieben, hier habe ich wieder ein interessantes Objekt für euch. Diesmal nicht in Mahmutlar und es kostet 65.000 Euro. Eine Dreizimmerwohnung mit einem sehr großen Balkon. Und wir haben hier zwei Bäder und die Küche ist in einem Extraraum. Manche mögen das ja so lieber. Ich habe mich ja dazu entschieden, ich mag es lieber, wenn das im Wohnzimmer mit drin ist. Nein, das ist nicht Aschbezug. Das Gebäude ist ca. 15 Jahre alt und wie schon gesagt ein riesen Balkon. Und wo ist es genau? Es ist hier beim Alanium, also es ist im Stadtteil Oba. Hier ist das Alanium und ihr seht schon, hier haben wir gleich den Beach. Da ist das White Beach Club und ein Park und es fängt dann Sandstrand an. Aber hier noch nicht überall, sondern an manchen Stellen nur. Und hier, wie gesagt, hinter diesem Einkaufscenter befindet sich die Wohnung. Wer Lust hat, meldet sich vor Ort, muss ich es euch zeigen. Und ich hoffe, es gefällt euch. Und wenn ja, dann langt zu. Also hier in dem Fall habt ihr halt auch alles in der Nähe. Und Cleopatra Beach ist näher als Kestel. Und hier, da ist die Wohnung, hier, da hinten. Ja, ich sag ja, also ich habe für meinen Teil genug gesehen von der Welt. Manche haben 100-mal mehr gesehen, ist ja okay, macht was ihr wollt. Ich möchte aber hier Kunst und Kultur kennenlernen und archivieren und vermitteln und auch den Auswanderern hier helfen. Und ich möchte deutsch-türkische Freundschaft stärken. Und es gibt noch viel zu tun. Also meine Zukunft liegt in Alanya, weil ich, wie schon oft gesagt, hier alles habe, was ich brauche. Ja. Vor allem das Meer und die Berge. Und die netten Leute, die verschiedenen Restaurants. Verschiedenste und bei der Burg vor allem gibt es verschiedene kulturelle, wie nennt man sowas, Clubs, Fotografen, Dernier sagt man hier, da gibt es auch ein deutsches Begriff dafür, Verein, ja, Fotografenverein, Künstlerverein und so weiter, wir haben hier alles. Und es ist echt sehr interessant, ihr müsst mal, wer Lust halt dazu hat, ja, wer aber möchte, kann natürlich den ganzen Tag zu Hause rumhocken und sein Bierchen trinken und jeden Tag dann auch in verschiedenen Restaurants hocken und so sein Leben genießen. Ist doch auch okay, mir wurscht, macht alle, was ihr wollt. Auf jeden Fall hat man halt hier viele Möglichkeiten. Und am Hafen gibt es auch Bootsverleih oder Yachtverleih. Da kann man private Ganztagestouren machen, günstig oder auch mit vielen anderen Leuten. Und da auch eine Fotosession machen. Und ach, es gibt echt so viel zu tun, Leute, hier. Auf jeden Fall, hier ist meine Zukunft. Und inshallah werde ich dann auch hier begraben werden. Es ist einfach schön. Und auch einfach mal die Berge hochfahren. Mit dem Quad und alles ansehen. Kommt einfach mal vorbei, das ist einfach herrlich hier. Natürlich sollte man seinen Stützpunkt hier haben, also seine Eigentumswohnung sollte man schon hier haben. Und dann, der Rest geht schon irgendwie, wird das schon gehen. Also das gilt auch für die, die nicht unbedingt Rente kriegen, von dem dann leben können, sondern es gilt an die, die halt das Geld zusammengekratzt haben für eine Wohnung oder was auch immer. Und dann, der Rest geht dann schon einfacher, wenn man aber natürlich auch noch Miete zahlen muss und auch noch die restlichen Einnahmen braucht für Lebensmittel und so weiter, dann, da habe ich schon mal gesagt, das ist eine andere Sache. Das muss jeder für sich wissen. Wenn man nichts drauf hat und erst fragen muss, ja, von was könnte ich denn, na, das, ihr müsst selber einfach recherchieren, kommt einfach mal her, nehmt euch für 3 Monate Geld mit und dann schaut euch mal alles in Ruhe an und wenn ihr aber schon Einnahmen habt oder am besten online irgendwelche Tätigkeiten habt, bei eBay oder
Sachen hier vermittelt und verkauft und so weiter, dann geht es natürlich einfacher. Am besten ist natürlich, wenn ihr Rente kriegt, oder noch besser ist es, wenn ihr hier Geld habt für zwei Wohnungen und eine davon vermietet. Das reicht schon. Wirklich, das reicht schon. Hier kommt man mit 300 Euro im Monat gut aus. Wie immer der Hinweis dazu, nicht wenn man zwei Packungen Zigaretten am Tag braucht oder zwei Bier am Tag braucht, dann reicht das natürlich nicht. Nach oben hin sind keine Grenzen gesetzt. Manche haben 5000 Euro und das reicht denen auch nicht. Ja. Okay, meine Lieben, soviel mal wieder von mir. Wer Lust hat, meldet sich. Ich habe wunderschöne Wohnungen von preiswert und günstig bis super, 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 super Luxus. Die Tage nach den Feiertagen werde ich dann auch diese 1,3 Millionen Villa filmen. 1,35 Millionen Villa filmen. Und ja, die kann man natürlich bestimmt auch gut runterhandeln. Okay, soviel von mir. Liebe Grüße, bis zum nächsten Video.